herzlich willkommen zur vorerst letzten Nahfahrer, Fernfahrer, wie auch immer Folge hier bei Diesel TV. Also es ist nicht ganz das letzte Video. Ich habe nächste Woche noch ein Video für euch. Das ist allerdings ein Werbevideo. Aber bei dem Werbevideo habt ihr auch was davon. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber hat was mit meiner Navi-Software zu tun. Und vielleicht gibt es da so einen Gratis-Monat oder so. Ne? Lasst euch einfach überraschen. Also ein Video gibt es auf jeden Fall noch. Und vielleicht schaffe ich das auch nächste Woche noch, das Video zu machen, warum ich jetzt überhaupt aufgehört habe und oder aufhören will, sagen wir es mal so. Und so weiter und so fort. Aber das steht dann noch in den Sternen, ob ich das nächste Woche schaffe. Apropos schaffen, ich habe es hier nach Frankreich geschafft. Tatsächlich, ich bin heute mal im Ausland und das in der Nahfahrerwoche. Ich bin hier in Thal-Drulingen im Elsass und habe lecker Zement dabei. Oh, da kommt schon jemand, guck mal. Boah, da hat sich schon gelohnt. Auf meinem Zettel stand nämlich erst ab 8 Uhr bei 7.30 Uhr. Der war auch pünktlich um 7.30 Uhr da. Hammer. Mich jetzt gefragt, ob ich beide Seiten aufmachen will oder mit Hubwagen. Habe ich natürlich gesagt, ich mache das mit Hubwagen. Ach ja, und gestern beim Laden, ich habe ja solche Zementsäcke sind das geladen auf Europaletten und dann habe ich, wollten die natürlich Kantenschoner haben beim Gurten. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich habe die schwarzen, haben die es nicht angenommen. Haben die gesagt, nee, du brauchst diese orangenen, diese Baustoffkantenschoner. Habe ich natürlich nicht dabei, aber sie haben da netterweise mich Europaletten drauflegen lassen. Dann konnte ich das dann trotzdem laden. Aber ja, ich hatte noch überlegt, ob ich schwarze Kantenschoner kaufe oder orangene. Na gut, jetzt ist es sowieso egal fürs Erste. Gut, wer weiß, wie es weitergeht, aber theoretisch ist es jetzt erstmal egal. Und ja, also da habe ich natürlich dann wieder doof aus der Wäsche geguckt, weil ja, normalerweise sollte man ja meinen, die schwarzen Kantenschoner reichen. Ich habe insgesamt, das sind nur 17 Paletten, glaube ich. Ja, 17 Paletten waren das, aber halt 25 Tonnen. Also die sind richtig schwer, die stehen alle in der Mitte. Und vorne drei einzeln. Ach ja, was ich noch ganz vergessen habe. Vielen Dank für die ganzen netten Kommentare unter dem Ankündigungsvideo. Nein, also unter dem Video, wo ich das halt erzählt habe. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass das so viel Verständnis erfährt. Ich meine, es waren ein, zwei, ja, ein bisschen dümmliche Kommentare dabei, aber das ist ja immer so. Und viele haben gedacht, es wäre eine Frau im Spiel. Das hat mich natürlich, das hat mich sehr gewundert. Aber nein, ist es nicht, weil ich meine, selbst wenn eine im Spiel wäre, hätte ich das selbstverständlich einfach gesagt. Ich meine, da ist ja nichts dabei, wenn man sagt, yo, ich höre auf wegen, weil meine Alte rumstresst. Aber nein, nein, hat nichts mit einer Frau zu tun. Ich das ja ganz ehrlich gesagt, wenn jetzt meine Freundin oder Frau oder was auch immer Stress gemacht hätte. Aber nein, nein, nein. Keine Frau im Spiel. Aber fand ich irgendwie lustig, dass das so viele geschrieben haben. Ich dachte so, naja, ich meine, wenn eine Frau im Spiel ist, kann man das ja sagen. Da ist ja auch nichts dabei. Dann wäre die ganze Situation vielleicht sowieso anders. Weil dann kommt natürlich der Versorgertrieb ins Spiel und dann hat man natürlich auch noch eine ganz andere Motivation, arbeiten zu gehen. Und dann kann man natürlich auch sowas, wie ich das jetzt mache, hier mal eben so hinschmeißen, was man jahrelang aufgebaut hat und wo man eigentlich auch ganz gutes Geld verdient mit, das dann einfach so hinzuschmeißen. Wie gesagt, das ist dann ein bisschen, ist man ein bisschen in einer anderen Situation. Mein Gut, kann dann natürlich auch dazu führen, dass man es dann halt weitermacht, auch wenn man keinen Bock hat. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das ist natürlich auch schlecht, wollte ich sagen. Oh Mann, habe ich schon lange nicht mehr gegurtet. Also ich bin auch das erste Mal jetzt wieder seit Wochen mit viel Gewicht gefahren. Das hat meinem Scania ganz gut getan, dass der mal wieder ein bisschen warm wird. Zu den Kommentaren waren noch ein, zwei, die gesagt haben, ja, wieso kaufst du hier noch einen LKW? Ja, ihr dürft nicht vergessen, ich habe den Wagen in 2022 bestellt. Und dann habe ich ja über ein Jahr gewartet oder ein Jahr gewartet auf den LKW. Und in einem Jahr verändert man sich halt. Beziehungsweise, ja, ich hatte dann halt gedacht, naja, wenn er dann da ist, gibt es wieder neue Motivation und so. War halt leider nicht oder war nur kurzfristig so. Ja, und da habe ich auch das erste Mal in meinem Leben, normalerweise höre ich immer auf mein Bauchgefühl. Und als ich den Kaufvertrag unterschrieben habe vom Scania, hatte ich ehrlich gesagt irgendwie schon nicht so ein gutes Bauchgefühl dabei. Aber ich habe in dem Moment gesagt, Junge, du hörst immer auf dein Bauchgefühl und jetzt hör einfach einmal nicht drauf. Das wird schon geil. Ja, jetzt stehe ich da.
Wobei, ich bereue es ja nicht, dass ich den bestellt habe. So ist es ja nicht. Nur wäre es natürlich jetzt, wenn ich jetzt noch mal einen Streamline hätte, wäre das natürlich alles ganz anders. Nur wer weiß, wie das alles mit dem Streamline gelaufen wäre. Vielleicht wäre der mir kaputt gegangen und oder abgebrannt oder weiß der Kuckuck was. Man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, wie es läuft. Oh, da kommt ja schon ein Schnapper. Jetzt aber schnell. Gestern war ich so um 15 Uhr zu Hause, war aber ziemlich müde. Dann bin ich extra früh ins Bett gegangen, damit ich heute fit bin. Dann wollte ich um 4 Uhr aufstehen und losfahren. Ja, wisst ihr, wann ich aufgewacht bin? Um 2. Um 2 Uhr war ich wach und war hellwach und konnte auch nicht mehr schlafen. Ja, dann war ich einfach wach. Irgendwie so im Halbschlaf, keine Ahnung. Und jetzt habe ich total Kopfschmerzen und also total bescheuert, weil ich bin halt um 19 Uhr ins Bett gegangen, weil ich so müde war. Und dann, damit ich halt auch auf meine 7, 8 Stunden Schlaf komme. Ja, und dann wachst du um 2 Uhr auf. Danke für nichts, Körper. Ganz ehrlich. Was soll die Scheiße? Da steht über 20% Akku, 60% Akku und die geht die ganze Zeit aus und sagt Akku leer. Das ist echt der Oberkracher. Was auch der Oberkracher ist, ich bin so gut in der Zeit. Ich habe eigentlich mit 11 Uhr in Word dann geplant, aber jetzt bin ich schon um 10 Uhr da. Hat sich also doch gelohnt, ein bisschen früher loszufahren. Und dann kann ich jetzt auf jeden Fall heute noch diese Zwischentour machen nach Illingen. Das ist gut. Weil dann werde ich wahrscheinlich nachher umsatteln, so wie das eigentlich letzte Woche geplant war, da nicht geklappt hat. Diese Woche klappt es. Dann kann ich das auf jeden Fall machen und dann werden wir wahrscheinlich in der Zeit, in der ich dann Illingen fahre, den Auflieger hier laden. Jetzt muss ich aber erstmal den Marcel anrufen und fragen, ob das dann auch so funktioniert. Weiß ich nicht, was er geladen hat. Irgendwas hat er geladen und kriegt es nicht abgekippt. Ja, jetzt müssen sie das irgendwie rausschaufeln oder keine Ahnung. Also, ich glaube, der freut sich jetzt auch. Ich freue mich auch hier über mautfrei. Also ich zahle nur hier das kurze Stück Maut. Da ist so eine Mautstation. Und dann ab da ist dann komplett mautfrei. Das ist doch auch mal schön, oder? Das ist doch auch mal schön. Spare ich mir 35, 40 Euro ungefähr im Vergleich zu Deutschland. Ey, das ist wirklich... Ich habe jetzt meine erste Mautabrechnung gekriegt. Das ist wirklich krank. Das, was ich früher nicht mal in einem ganzen Monat Maut bezahlt habe, habe ich jetzt in 3 Wochen bezahlt. Also wirklich. Einfach nur krank. Es ist einfach nur krank. Jetzt bin ich mal gespannt. Vorhin stand ich mal wieder in der Mautstation und mein Piepser hat nicht funktioniert. Ha! Es geht, es geht. Ja, das Komische war nämlich beim Rausfahren, also hier an der Mautstation bei der Hinfahrt. Boah! Da ging es dann. Also da habe ich dann nur das Ticket reingeschoben und dann hat es automatisch bezahlt. Also manchmal ist das auch irgendwie ein ganz bisschen komisch. Eigentlich war ja eine schnelle Nummer geplant und eigentlich funktioniert es hier in Word ja auch immer. Aber halt kommt stark darauf an, welche Schicht da ist. Und da ganz hinten am Ende steht der Aufleger von Marcel, den ich eigentlich geladen ja mitnehmen sollte. Der ist aber noch komplett leer. Ja gut, jetzt ist auch egal, jetzt kann ich das auch in meinen Auflieger laden. Dann lade ich halt heute zweimal. Jetzt lade ich also das Illingen. Ich hoffe, die fangen dann auch demnächst mal an, weil ich bin jetzt echt schon wieder eine Weile hier. Dann stelle ich das Illingen zu, fahre wieder hierher und dann lade ich das Starnberg.
Ich bin hier mittlerweile wieder am Rollen, man sollte es kaum glauben. Ja, also das hat jetzt hier 3 Stunden gedauert insgesamt. Leider, obwohl das alles vorbereitet war und es eigentlich ja auch hieß, sie laden das und machen das alles fertig. Naja, jetzt bin ich um 14 Uhr da in Illingen, das geht aber schnell. Normalerweise maximal eine halbe Stunde zum Ausladen bei denen. Da der Staplerfahrer dort, der hat es richtig drauf und ich habe ja auch relativ große Pakete. Dann wieder hier runter und dann halt nochmal laden für Starnibergi. Habe ich ja gesagt, 14.20 Uhr, na gut, 25, sagen wir 14.30 Uhr bin ich leer. Jetzt wieder runter nach Wörth. Jetzt ist auch eine andere Schicht da. Ich habe mit Marcel gerade gesprochen, der hat gesagt, die sind auf jeden Fall schneller. Ja, so richtig laufen will es leider nicht. Es wird schon knapp mit dem Nachhausekommen jetzt. Ich hoffe, die fahren wenigstens an die Rampe und weg und ran und weg. Also es ist auf jeden Fall Bewegung drin hier im ganzen Apparat. Aber ja, das ist jetzt halt wirklich ein bisschen blöd. Das habe ich halt einfach vorhin zu viel Zeit verloren. Aber gut. Ich komme auf jeden Fall noch irgendwie heim, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil hier mache ich sicherlich keinen Feierabend. Ja, der Mittwochmorgen oder Vormittag, 10:45 Uhr. Ich habe hier in Starnberg abgeladen. Gestern war noch turbulent und nervig. Ich musste dann die Lenk- und Ruhezeiten ein bisschen nach meinem Geschmack auslegen. Und ja, Kenner wissen, was das bedeutet. Bin dann trotzdem noch nach Hause gefahren. Egal. Jetzt geht es für mich wieder nach Memmingen. Es gibt eine Tour dort nach Völklingen und nach Forst. Das kann ich nachher laden. Dann bin ich am Überlegen, ob ich den LKW noch waschen gehe, weil heute ist ja wunderschönes Wetter. Und ich möchte natürlich, dass wenn ich nachher nach Hause fahre, dass es da nochmal schön regnet, damit sich das Waschen auch richtig lohnt. Und dann kann ich in Wörth wieder laden für... Sie erreichen Ihr Ziel um 12.25 Uhr. Genau. Für diesmal nicht Starnberg, sondern für Klaus. Das ist da bei Bregenz. Vielleicht 10 Kilometer oder so nach Österreich rein. Ja, dann lade ich das am Freitag früh da aus, fahre dann bei Memming vorbei, gebe die Leerpaletten ab und dann muss ich ja meinen Auflieger zurückbringen, beziehungsweise zurückgeben. Bei Kögel da in Günzburg. Und ja, also stimmt, das sind dann die letzten Touren hier fürs erste Mal. Je nachdem. Vielleicht auch für immer, wer weiß das schon, oder für die nächste Zeit oder für dieses Jahr oder ja, kein Plan, keine Ahnung. Aber ich habe echt viele Nachrichten auch gekriegt von Leuten, ich meine, in den Kommentaren hat man es ja auch gelesen, von Leuten, die auch keine Lust mehr haben oder jetzt auch aufhören, weil es einfach nicht mehr, geht. Und ja, also ich glaube, wenn man jetzt 100 Berufskraftfahrer nimmt und die fragt, ob die noch Bock, sag mal, wieso fährst du 63 auf der Autobahn? Das muss mir auch mal einer erklären. Und die noch fragt, ob die Bock haben auf die Arbeit, da sagen wahrscheinlich 90 nein. 90 von 100. Oder 85 von 100. Mit Sicherheit. Weil das einfach, ja, ist einfach ein harter Job. Das ist einfach so, der halt mit richtig vielen Opfern verbunden ist. Sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr. Klar, da gibt es natürlich wieder die Leute, die irgendwie einen 8 bis 16 Uhr Job gefunden haben im Nahverkehr. Das gibt es natürlich auch. Aber ich sag mal, größtenteils geht es halt nicht. Größtenteils bist du einfach viel unterwegs, viel auf der Straße, du kannst nichts planen. Ja, so wie gestern halt auch. Ne? Man gibt dir alle Mühe und dann Ladestelle, Band kaputt oder Schichtkacke oder was auch immer. Und schon ist wieder alles für den Allerwertesten. Deswegen, ja, das sind halt auch so Gründe, die mit zu meiner... Also hauptsächlich fehlt mir einfach der Spaß an der ganzen Sache, der halt weg ist und das ist dann halt auch noch was alles on top kommt, weil wenn dir das natürlich Spaß macht und du Leidenschaft dafür hast, dann juckt dich das alles nicht. War ja bei mir auch so ganz viele Jahre lang. Aber wenn halt irgendwann das dann nachlässt, ja, dann wird es halt schwierig. Aber dazu dann in dem separaten Video. Memmingen erfolgreich abgeschlossen. Jetzt fahre ich darüber ins Industriegebiet. Das gucke ich mir jetzt mal an. Vielleicht habe ich ja Glück und komme da relativ schnell dran. Weil wenn ich eine Stunde oder so warten muss, ist es jetzt auch nicht tragisch. Wenn ich um 3:30 Uhr nach Hause komme, kriege ich meistens eh keinen Parkplatz da. Von dem her, wenn ich da jetzt auch eine Stunde hier brauche fürs Waschen oder so, oder anderthalb,
dann ist das auch okay. Aber ich weiß noch, als ich da für den Luca unterwegs war, da habe ich ja hier immer in Memmingen geladen und abgeladen und sowas. Und da war das immer so ein Scheiß. Selbst mit der Zugmaschine irgendwo zu parken, war total beknackt, weil hier die ganzen Parkbuchten und so ist alles so klein und immer zugestellt und sowas. Das war aber richtig nervig da. Ich meine, die Arbeit an sich war eigentlich cool, weil du warst halt relativ früh fertig, also immer so 13, 14 Uhr. Aber ich war ja hier, von hier nach Hause fahren ist halt viel zu weit mit dem PKW da jedes Mal. Und da war ich praktisch die ganze Woche ja im LKW, haben aber immer nachmittags da rumgehangen. Das war richtig. Das war das Einzige, was genervt hat. Oh, hier, guck mal, sogar mit Snap-Account. Da habe ich eigentlich auch noch ein Werbevideo. Das muss ich mal gucken, ob das dann überhaupt noch kommt. Ob ich mir das überhaupt noch erlauben darf dann. Und das sieht ja sogar aus, als ob da gar nicht so viel los ist. Ja, ein bisschen was ist doch los hier. Aber ich kann mich jetzt da wohl in die... Ach guck mal, jetzt fährt er da sogar rein. Ist ja perfekt. Ich soll mich jetzt eigentlich hinter den da anstellen. Die haben ja auch eine Dusche und keine Ahnung, was nicht noch alles. Ja, du musst halt immer Tank dann von innen sauber machen und so. Also das hat auch seine Nachteile. Und wenn du dann natürlich an den Waschplatz kommst und dann ist viel los, dann stehst du da auch rum. Also so hat halt jedes Geschäft so seine Vor- und Nachteile. Ja, da ist scheint die Anlage kaputt gegangen. Und ja, jetzt fahre ich doch nach Hause. Kein Bock jetzt noch länger zu warten. Das dauert mir dann doch zu lang. Donnerstagmorgen, ich bin in Völklingen. Oh je. Yeah. Das ist eine riesen Firma hier. Ich habe mich da gerade angemeldet. Aber, also 9 Uhr hatte ich Zeitfenster und das scheint jetzt auch irgendwie zu funktionieren, einigermaßen. Jetzt soll ich mich da mal auf den Parkplatz stellen und da muss ich erstmal einen Moment warten. Aber zumindest bin ich mal angemeldet, was ja schon mal ein was Positives ist. Ah, das erinnert mich hier irgendwie so ein bisschen ans Kühlerfahren. Ja, hast du Zeitfenster, bist halbe Stunde vorher da, dann holen sie dich eine Stunde nach deinem Zeitfenster rein und dann fährst du wieder bei irgendeinem riesigen Logistikzentrum an irgendeine Rampe und wartest dann erstmal noch wieder eine ganze Weile. Ja, das war die letzte Woche hier beim Planfahren. Also wenn ich mal eine Rampe musste, dann ging es eigentlich auch schnell. Und ja, also im Vergleich zu dem, was da im Frigo immer war, war das wirklich eine wahre Pracht, sage ich mal so. Hoppala. Aber jetzt hier irgendwie in der Situation, in dem Moment, erinnert mich das irgendwie gerade echt stark zurück an die Zeiten. Als es dann losging, ging es recht schnell. Jetzt habe ich noch 6 Paletten für Forst. Das heißt, einmal 2,5 Stunden wieder zurück. Den ganzen Spaß und dann von Forst eben noch nach Wörth und dann für Klaus laden. Und dann nach Klaus und dann ab nach Haus. Reimt sich super schön. Und dann habe ich morgen halt nur, ja, die letzte Tour. Geht auch noch einmal ins Ausland. Auch wenn es deutschsprachiges Ausland ist, aber das ist ja egal, weil das, ja, ich könnte auch noch mal Starnberg machen, aber das Klaus liegt eigentlich geschickter, wenn man berücksichtigt, dass ich ja danach nach Ulm muss, beziehungsweise, ich weiß nicht mehr, ich vergesse immer, wie das heißt, wo Kögel da sitzt, wo ich den Auflieger zurückgeben muss. Alter, jetzt hat mich das TomTom aber mal richtig hops genommen, Junge, ha, geil, das ist das erste Mal, Alter, was hat das denn hier gemacht, Junge. Was für ein Scheiß. Wie komme ich denn dann dahin? Dann muss ich da über die Autobahn fahren, oder? Oh Mann. Hä? Ich kann doch wohl hier. Ich kann doch hier wohl runterfahren. Junge, also da stimmt ja mal was grandios nicht. Naja, jetzt muss ich erstmal hier irgendwie umdrehen. Also ich weiß, ach so, da ist der LKW gesperrt, deswegen hat es wahrscheinlich da das Problem. Es will mich hier einfach nicht links rumschicken, es will es einfach nicht. Ich habe schon so viele Zwischenziele eingegeben, aber es lässt mich doch immer wieder umdrehen. Oh Mann. Vor allem der Weg, wo ich jetzt durchfahren sollte, das ist ja hier rechts da am Sportplatz da hinten rum, alles klar. Da wäre ich rausgekommen. Gib ihm. Also Snappy, heute spinnt es ja mal komplett. Also ich weiß nicht, was es jetzt für ein Problem hat, aber ja, naja. So.
ist eine Pension. Gebrüder Hegelmann-Weg. Was, die haben eine eigene Straße. Tja, und wo ist jetzt mein Kunde? Da stehen auf jeden Fall geile Karren. Supra und GTR. Na, das ist hier. Oh Mann. Ja, das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Das ist da so ein ganz kleiner Hof da drüben. Da muss ich jetzt erstmal schauen. Die meint, ich soll da jetzt vorwärts reinfahren. Wenn ich wirklich vorwärts reinfahren soll. Sie erreichen Ihr Ziel um 13:46 Uhr. Dann kann ich mir erstmal was zum Umdrehen suchen oder ich drehe einfach da auf dem Hof. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Hotel, dass das alles da, ne? Weil die Fahrer müssen ja ihre 45er im Hotel machen. Kannst du da parken? Da ins Hotel. Vielleicht auch nicht, aber wie sagt man so schön, es ist so schön sass. Sass? Verdächtig. Ja, vielleicht täusche ich mich da aber auch, weil ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass diese Firma wohl ein Hotel irgendwo gekauft hat und vielleicht war das ja das da. Ah ne, das war in Polen, also doch nicht das. Naja, egal. Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, weil es liegt ja nah beieinander. Die haben das tatsächlich von der Seite abgeladen und ja, als ich hier beim Abladen war, bin ich da hinten reingelaufen, weil ich das irgendwie, dieses Gelände da neben dran so irgendwie interessant fand. Und ich glaube, da wohnten Reichsbürger. Da war nämlich so, stand auf so einem Schild BRD-freie Zone und der hat oben auch so ein Windrad, das sieht man jetzt nicht, so ein Windrad mit schwarz-weiß-rot. Ja, was man nicht so alles entdeckt. Das, es wirkte schon so ein bisschen, es sah ein bisschen aus wie die Drachenschanze, das ganze Ding von außen. Also es wirkte so sehr verschlossen. Also so ein bisschen verdächtig. Sass. Und ich habe, vorhin stand ich hier auch noch vor der Einfahrt, da hatte ich echt ein bisschen Angst, dass ich da noch Ärger kriege. Der kam aber nicht raus, zum Glück. Also auf jeden Fall, es wehte auch die preußische Fahne im Wind. War also sehr interessant irgendwie. Jetzt muss ich hier erstmal raus aus der BRD-freien Zone. Wieder zurück. Vielleicht hat deswegen mein Navi gesponnen, weil das ist gar nicht mehr als Deutschland, sozusagen als BRD, sondern da bin ich kurz. Es gibt doch auch den König von Deutschland, gibt es doch. Weiß nicht, ob ihr da. Das ist ein Typ, der hat so sein eigenes Königreich Deutschland heißt es, genau. Hat sein eigenes Königreich gegründet. Da gibt es so, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, irgendwo auf YouTube so eine Doku über den. Vielleicht bin ich auch da und jetzt hat mein TomTom spinnt mir die Kartendaten oder so, wer weiß das schon. Ein letztes Mal geladen in Wörth. Vorhin war richtig mächtig Stau in Pforzheim. Jetzt, boah, ich habe ja schon wieder fast 10. Was? Oha, bis ich zu Hause bin. Viel Puffer habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt noch 3 Stunden 25. 1 Stunde 50 brauche ich noch. Nur war hier vorhin in Pforzheim. Weil es scheint sich aufgelöst zu haben. Oder? Der Vorteil ist, 16.47 Uhr bin ich zurück daheim. Da kann ich dann vermutlich eventuell sogar parken. Oh Mann, das war gestern, war echt ein Scheiß. Da war alles voll. Ach ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Das wird heute eine Weile dauern. Aber gut, nach Hause komme ich in jedem Fall. Ja, wir haben Freitagmorgen. Ich stehe bei meiner letzten Endladestelle für wer weiß wie lange. Vielleicht das letzte Mal mit meinem Scania. Es ist natürlich sehr traurig, da hinten wenigstens ein schönes Panorama, denn ich bin ja in Österreich, also zum Abschluss nochmal international, könnte man sogar fast sagen Fernfahrerwoche. So ein bisschen emotional, so ein bisschen schade ist das Ganze jetzt natürlich schon. Aber ja, es bringt einfach nichts mehr, wenn der Spaß weg ist. Und ich habe auch noch einen kleinen Wink des Schicksals bekommen. Heute, gestern Abend wollte ich nach Hause gehen und ich habe hier, das ist eigentlich ein Schlüsselanhänger. Den habe ich seit, hier mit V8, ne?
den habe ich seit, weiß ich nicht, wie viel, ja, bestimmt schon 3 Jahre oder so oder 4 an meinem Schlüsselbund. Den hatte ich schon an meinem Schlüsselbund, als ich noch den Stream dann hatte. Und gestern Abend wollte ich meine Haustür aufschließen und bumm, fliegt das V8 ab. Also wenn das mal kein Zeichen war, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, nee, also keine Ahnung. Es ist, ja, was soll ich sagen, wirklich nicht so toll gerade für mich, weil das natürlich einfach ein bisschen schwierig ist, weil ich ja auch noch nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Aber gut, irgendwie geht es immer weiter. So ist es jetzt ja auch nicht. Aber ja, und natürlich hier mein Baby. Das ist natürlich, ja, einfach traurig. Aber wenn es einfach, es macht mir einfach, ich habe einfach keinen Spaß mehr. Ich habe einfach keinen Spaß mehr bei der Sache. Der ist mir irgendwie, ja, komplett verloren gegangen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie wieder LKW fahren werde. Aber so, dieses ist es mir irgendwie, ja, ich weiß es nicht. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Ist einfach so. Ist, wie gesagt, hat auch nichts mit Frau zu tun oder irgendwas. Heute Morgen habe ich wieder einen Kommentar gelesen, das kann nur an einer Frau liegen. Ich sage euch jetzt, es gibt noch Männer auf dieser Welt, die entscheiden Sachen in ihrem Leben, auch ohne weiblichen Einfluss. Oh, nein, doch, die gibt's. Ja, nee, also wirklich, hat nichts mit der Frau zu tun. Selbst wenn, hätte ich es natürlich gesagt. Ja, naja, also auf jeden Fall, jetzt lade ich hier mal noch ab. Ich habe noch, weiß ich nicht, kann ich da filmen gerade? Ist ja gerade da. Ja, er lädt gerade ab mit so einem Gigastapler. Und dann muss der Auflieger weggebracht werden. Aber das seht ihr dann alles noch. Ja, wenn ich schon hier im Ausland bin, muss natürlich ein Almdudler sein, hier in Österreich. Ich fahre jetzt nach Memmingen, wenn mein Sprit und AdBlue noch reicht. Und gebe da noch meine Leerpaletten ab und dann geht's. Oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, wo Kögel ist. Burtenbach. Da geht es dann weiterhin. Guck mal hier, Sender. Das war auch so ein Start-up. Ja, wir revolutionieren den Transportmarkt und tralala. Meines Wissens nach sind die jetzt pleite. Ja. Doch, hat wohl doch nicht so gut funktioniert. Aber laut einigen Kommentatoren bin ich ja auch pleite, wenn ich jetzt aufhöre. Und deswegen sollte ich da lieber keine Witze drüber machen. Vielleicht haben die ja recht. Ich habe jetzt gerade meinen letzten Transportauftrag erledigt. Ich habe die Leerpaletten weggebracht. Ich bin hier gerade in Memmingen. Da lade ich ja normalerweise auch immer, aber heute natürlich nicht. Der Auflieger muss ja leer sein. Spanngurte, Rutschmatten und so, die habe ich ja alle schon rausgeräumt. Da muss ich auch mal gucken, was ich mit denen jetzt mache. Die habe ich gestern Abend noch rausgeräumt. Ja, ist schon irgendwie echt ein komisches Gefühl gerade. Also wirklich sehr komisches Gefühl. Ja, jetzt geht es eben noch hoch nach Burtenbach, dann kommt der Auflieger weg. Da muss ich wirklich sagen, bin ich positiv überrascht von dem Kögel. Das ist ja diese Light-Version, das habe ich ja bei der Übergabe gezeigt. Ich glaube, das ist so ein Extra-Paket, dass du halt diesen leichteren Rahmen da hast. Und ich habe gedacht, naja, wenn ich den habe, dass ich dann, wenn ich da mal eine schwere Ladung habe, dass er dann so die Banane macht, ne, sich so durchbiegt oder so, aber gar nichts. Also du hast wirklich keinen Unterschied gemerkt zu einem normalen Auflieger. Aber ich kann hier mit dem V8, habe ich ja, wo ich den Zement geladen habe, habe ich ja 25 Tonnen geladen und es ging ganz locker. Also ich war 25 Tonnen Ladungsgewicht, ich war bei 39,3 oder so Gesamtgewicht, also mit leeren Tanks. Das heißt, mit vollen Tanks kann ich locker 25 Tonnen laden und mit leeren Tanks würde dann theoretisch sogar mehr gehen wie 25. Ich meine, im Alltag oder in meinem Alltag kam das ja relativ selten vor. Aber natürlich sparst du auch Sprit, wenn du halt nicht immer so viel Gewicht mit dir rumschleppst. Und wenn ich überlege, der Kögel, den ich da bei der GSG hatte, der hatte ja noch eine Keulmulde und alles, der hat, glaube ich, oh je, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube 7500 oder sowas hatte der Leergewicht. Und der hier jetzt hat, glaube ich, 5000 oder sowas. Und mit meinem Streamline konnte ich damals mit dem Keulmuldenauflieger legal so 23,2, 23,3 konnte ich legal laden. Da war ich bei 40 Tonnen. Mit leeren Tanks dann so 24, dann ging das gerade so. Also das war schon wirklich nachteilig. Und vor allem habe ich ja diese Keulmulde, die da drin war, die habe ich ja nicht einmal benutzt. Also die sind halt 800 Kilo wiegt die, glaube ich. Oder 800 Kilo Unterschied macht es. Und ja, wenn du das dann natürlich überhaupt nicht brauchst, dann... Klar, der Auflieger ist so in dem Sinne natürlich viel stabiler durch diese Verstärkung von der Keulmulde. Aber ja, wenn du halt gerade für die Arbeit hier schleppst du jedes Mal noch 800 Kilo mit dir durch die Gegend, sinnlos.
Und ich bin echt positiv überrascht von diesem Leitkonzept oder von diesem Leitrahmen. Wer weiß, ob ich mir in meinem Leben irgendwann nochmal einen Auflieger kaufe, keine Ahnung. Aber wenn, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal dran denken. Ja gut, also jetzt hoch zu Gögel nach Burtenbach. Da muss ich noch gucken. Ich habe nämlich ja eine Sache beschädigt am Auflieger. Das kann ich vielleicht gleich mal zeigen. Da habe ich leider was kaputt gemacht. Jetzt nicht großartig schlimm, aber keine Ahnung, was die da sagen werden. Ich werde es ihnen auf jeden Fall zeigen und ja, dann mal schauen. Ja, ich habe es nach Hause geschafft, tatsächlich an meinen Stellplatz. Ich war allerdings ein bisschen bedrückt auf der Heimfahrt, deswegen habe ich jetzt nichts mehr gefilmt. Auflegerrückgabe hat auch problemlos geklappt, Gott sei Dank. Die haben auch nichts gesagt wegen diesem kleinen verbogenen Ding da. Und ja, das war, was soll ich jetzt noch sagen? Das ist jetzt eventuell das letzte Video hier mit dem Scania. Ne, das wahrscheinlich noch nicht. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt ja noch ein Video am Montag oder Dienstag, ein Werbevideo. Dann gucke ich mal, ob ich das schaffe, nächste Woche noch das Video zu machen, warum oder wo ich über meine Beweggründe rede. Dann habe ich ja letztes Jahr schon angekündigt, vielleicht ein Mexiko-Video, wo ich da in Mexiko war, zu machen aus meinem Urlaub. Habe ich da natürlich nicht gemacht. Dieses Jahr nehme ich es mir vor, ich verspreche aber noch nichts. Das kommt dann aber, denke ich mal, eher auf dem FKFDD-Kanal, auf meinem Zweitkanal. Da habe ich zwar erst ein Video, aber egal, da würde ich das dann eher da hochladen. Passt ja nicht so ganz hier auf Diesel TV. Ansonsten bedanke ich mich bei allen für die jahrelange Treue und das jahrelange Zuschauen, auch wenn jetzt sicherlich einige Leute gehen werden, weil sie sagen, hey, ich will nur Fernfahrerwoche gucken und nichts anderes mehr. Aber ich weiß ja auch noch gar nicht, wie es weitergeht. Es kann auch sein, ich komme in meinem Urlaub wieder auf andere Gedanken. Momentan fühlt es sich aber ehrlich gesagt nicht wirklich so an, dass ich mich da noch großartig umentscheiden werde. Auch wenn ich ja keinen Plan B habe, und deswegen war ich natürlich auch ein bisschen bedrückt beim Nachhausefahren, weil ich ja so ein Stück weit meine Lebensgrundlage, so zumindest einen Teil der Lebensgrundlage jetzt aufgebe. Aber oder vermutlich oder wie auch immer, wie gesagt, vielleicht komme ich echt noch mal zur Besinnung oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, trotzdem danke ich euch fürs Zuschauen. Es gibt mit Sicherheit noch mal eine Folge mit dem Scania zu sehen. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt mit dem mache. Verkaufen, behalten. Wobei es halt in meiner momentanen Situation, dadurch, dass ich ja nicht weiß, wie und was und wo das jetzt weitergeht, wäre es wohl besser, ich verkaufe den. Andererseits, ob ich das Geld kriege, was ich mir da noch vorgestellt habe, ist auch die große Frage, weil der Markt natürlich gerade ein bisschen schwierig ist. Aber es ist halt auch ein Top-Fahrzeug. Also was Vergleichbares habe ich auf Mobile jetzt nicht gefunden, was die Ausstattung hat und alles. Aber das müssen wir halt einfach mal gucken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, vielleicht gebt ihr mir trotzdem einen Daumen nach oben. Und dann gibt es, wie gesagt, noch das Werbevideo. Und dann vielleicht, wenn ich es schaffe, nächste Woche noch ein extra Video mit den Beweggründen. Also macht's gut, haut rein, danke fürs Zuschauen, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Tschüss.